Ja, hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um etwas Speziellen, beziehungsweise auch zum Teil Kontroversen. Und zwar dem Panzer, den ihr gerade gesehen habt, beziehungsweise der Herausforderung, dem Streuwagen K. Das ist wieder ein Marathonfahrzeug. Und Marathon hatten wir schon ein paar Mal auf dem Kanal hier. Also da gibt es ja immer so ein paar Fahrzeuge, sage ich mal, beziehungsweise die man kriegen kann. Zum Beispiel den hier hatten wir schon im Video, den guten 122 TM. Sehr witziges Fahrzeug. Oder das Objekt 274. Habe ich das hier überhaupt noch als Primärfahrzeug markiert? Nee. Aber egal. Auf jeden Fall das Prinzip. Ah, genau. Der hier war, glaube ich, der letzte, der Kampfpanzer 07. Der sehr witzig ist. Und ja, aber der Marathon geht noch 6 Tage und wie gesagt, es geht um 9er-Mal ausnahmsweise. Das ist das Besondere erstmal an diesem Marathon, den Streuwagen K. Es ist ein Heavy mit einem Centurion-Turm, wie man unschwer erkennen kann, 390er-Gun. Ums Fahrzeug will ich tatsächlich gar nicht mal so viel reden, sondern was mich am Marathon stört. Es gibt nämlich Sachen, die mich wirklich am Marathon stören. An sich ist es eine coole Idee, aber es gibt, wie gesagt, einen Punkt, der mich stört. Also für alle, die es nicht wissen, Marathon, man kann ein Premium-Fahrzeug umsonst kriegen. Halt, wie gesagt, den hier jetzt bei dem. Indem man diese Abschnitte abschließt. Für jeden Abschnitt gibt es 10% Rabatt beim Kauf. Ergo, wenn ihr 10 Abschnitte erfüllt habt, kriegt ihr 100% Rabatt. Also kriegt das Fahrzeug einfach so. Gehen meistens so um die 10 Tage. Ich glaube, ja, genau, 7. August bis zum 6. September. Ja, ist ganz cool. Man kann dann relativ billig Fahrzeuge kriegen, durchaus. Also gute Fahrzeuge in manchen Fällen. Der hier zum Beispiel soll nur so semi-gut sein. Und ja, genau. Also, das ist eigentlich ganz cool so von Wargame. Man kriegt auch hier noch ein paar andere Sachen. Umsonst seht ihr hier die Belohnungen, halt immer die 10% und halt hier Reserven etc. Was weiß ich. Oder hier zum Beispiel sogar eine Ausbildungsbroschüre. Ganz cool, Tag Premium Spielzeit. Ja, seit neuestem gibt es auch immer ein Kapitel 2, wo es den Skin noch dazu gibt. Auch ganz cool, beziehungsweise Rabatt auf den Skin. Ja, genau. Aber mein Problem mit dem Marathon: Wargaming, beziehungsweise halt WoT. Nennt es immer so, es gibt immer zwei Wege, die Mission zu erfüllen oder die Marathonstufen zu erfüllen. Weg 1, über einfach XP sammeln. Das müsste, glaube ich, jedes Mal XP sein. Ja, genau. Also der eine Weg, der halt, du da einfach jedes Mal XP sammeln, also Basiserfahrung. Und das wird natürlich immer mehr. Und dann schafft ihr eine Stufe. Es gibt allerdings auch die schnelle Stufe für laut WoT die guten Spieler. Indem man zum Beispiel hier verdienen sie Großkaliber. Oder hier beenden sie zweimal ein Gefecht mit dem meistverursachten Schaden ihres Teams. So, die Sachen gehen ja noch. Die sind ja noch machbar. Und dann geht es halt wirklich schneller. Weil, wie ihr seht, wenn ich jetzt noch einmal mehr Damage mache, dann habe ich das fertig. So. Das Problem ist nur, vor allem in den höheren Stufen, werden diese Sachen sehr, sehr, sehr unglaubwürdig, dass es damit wirklich schneller geht. Und das stört mich. Es stört mich, klar, es ist Meckern auf hohem Niveau so ein bisschen und vor allem, es interessiert eh nicht so viele Spieler, weil die meisten das, wenn sie es überhaupt so lange machen, über den rechten Weg machen. Aber Wargaming soll das nicht als Abkürzung verkaufen, wenn es keine ist. Ich erkläre euch das mal anhand der 10. Stufe tatsächlich. Ich meine, da sollte es ja immer noch gelten. So, man schafft die 10. Stufe für 53.000 Base XP. Also nicht das, was ihr nach der Runde kriegt, sondern was in der Tabelle immer drin steht, der Wert. Nicht, was denn mit den ganzen Multiplikatoren noch hinzukommt, sondern das, was drinsteht, das ist die Basiserfahrung. Genau, also das sind, was weiß ich, wenn ihr gut fahrt, sind das so 1000 oder so pro Runde, 1000, 1100. Das bedeutet, ihr werdet pro Runde, die ihr gewinnt, das bedeutet, ihr werdet locker, wenn ihr gute Spieler seid, mindestens 65, 70 rum brauchen, um die 53.000 voll zu machen. Wenn ihr einen schlechten Tag habt, noch länger oder schlechte Tage. Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die 70 Runden am Tag fahren. Ist ja dahingestellt so. Okay, ist ja auch der lange Weg. Der schnelle Weg ist allerdings, dass man 40 Mal mit der meisten XP beendet. Das kann natürlich auch ein Lose sein, das ist klar. Aber es gibt zu 100% keinen Spieler, der 40 Mal hintereinander die meiste XP in seinem Team hat. Den gibt es nicht. Es ist, glaube ich, nicht wirklich möglich. Kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und genau das ist halt der Punkt. Ihr werdet, selbst wenn ihr gute Spieler seid, selbst wenn ihr wirklich sehr gute Spieler seid, werdet ihr das hier lange vor dem hier haben. Werdet ihr den schnellen Weg lange vor dem langsamen Weg fahren. Andersrum. Werdet ihr den langsamen Weg lange vor dem schnellen haben. Selbst wenn ihr das theoretisch schaffen könntet. Und das finde ich ist so ein bisschen ärgerlich. Dass Wargaming das so als Abkürzung verkauft, auch wenn es keine ist.
So Leute versuchen das dann noch und so weiter, aber und geben, was weiß ich, versuchen, krampfen sich dann da rein, fahren Scheiße, nur weil sie denken, dass es schneller ist. Und das ist halt ärgerlich. Ich meine, hier ist es auch schon so. Hier muss man den meisten Schaden beider Teams verursachen und jede Runde 3500 Schaden machen, in 14 Runden. Da darf keiner mehr Schaden haben, auch nicht im Gegnerteam. Das bedeutet, hier solltet ihr am besten auch immer gewinnen, damit das eher hinkommt. Da werdet ihr auch vorher 35.000 Erfahrung haben. So. Das ist halt so der Punkt, der mich stört. Marathon, coole Sache, weil ihr einen Panzer günstig kriegt, wenn ihr viel fährt. Denn die rechten Wege, das ist ja einmal das Gleiche. Deswegen coole Sache. Ich meine, dann kriegt ihr, ich meine, wie viel kostet mich der Kahn jetzt gerade? Kostet mich jetzt gerade 68 Euro. Wenn ich das nochmal drücke, dann kostet der mich irgendwann nur noch 30 Euro ungefähr. 30 Euro und ein Neuner. Der ist jetzt leider hingestellt, ob der gut oder schlecht ist. Aber das ist halt der Punkt, was mich an diesem Marathon stört. Dass Wargaming das jetzt abkürzt und verkauft, auch wenn es keine ist. Klar, am Anfang ist es noch so, um Gottes Willen. Das stimmt ja auch und so weiter. Aber schon, das geht schon. Ich meine, alleine schon hier verursachen sie achtmal mindestens 4000 Schaden und gewinnen sie dabei das Gefecht. Also, ich würde mich jetzt mal als ganz okay in dem Spiel bezeichnen, auf jeden Fall. Also, ich habe Ahnung von dem Spiel. Ich spiele es ja auch schon lange genug. Ich könnte besser sein. Ich bin auf jeden Fall nicht, Gottes Willen, Gott oder so in dem Game. Aber trotzdem, achtmal 4000 Schaden, das ist schon nicht einfach. Außer man hat bestimmte Fahrzeuge. Egal. Aber ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Ihr versteht meinen Punkt. Und ja, das ist so mein Problem an dem Marathon. Das wollte ich irgendwie mal gesagt haben. Es stört mich halt einfach so ein bisschen. Deshalb ich das immer ein bisschen kritisch sehe, wenn Wargaming Marathon rausbringt, der dann immer dahin schreibt, geht schnell über die Seite, wenn ihr wirklich gut seid. Dasselbe haben sie zum Beispiel bei dem Ding hier mal gemacht. Haben gesagt auf der Wargaming-Seite, das Teil hätte zuverlässige Panzerung. Nein, hat es nicht. Der Samoa SM, für alle, die die Karre kennen, die wissen, dass der keine zuverlässige Panzerung hat. Er hat Panzerung, ja, das ist richtig. Es bounced auch mal was, das ist auch richtig. Aber das ist alles andere als zuverlässig. Das ist so, dass einer von drei oder vier Schüssen mal bounced. Je nach Panzer. Auf höheren Stufen sowieso nichts mehr. So, aber der hat keine zuverlässige Panzerung. Das ärgert mich immer so, wenn Wargaming ein bisschen. Wenn sie da ein bisschen Scheiße labern, entschuldigt mich. Aber trotzdem. Genau. Aber damit heute noch was Spannendes oder nicht die ganze Zeit Gerede reinkommt, würde ich mal so sagen, zeige ich das aktuelle oben an der Spitze Fahrzeug, den Type 5. Einfach noch in der Runde, damit ihr jetzt nicht nur gequatscht habt, sondern auch ein bisschen Gameplay. Ich meine, es ist noch 19 Tage drin, ob ihr euch die Kiste dann holen wollt, bleibt euch den überlassen. Ich kann euch schon mal sagen, dass die Panzer sehr, sehr unterschiedlich, also unterschiedliche Qualitäten haben, finde ich. Der 6er zum Beispiel ist ziemlich witzig, der 7er auch. Den 8er mochte ich gar nicht, der 4er, der 9er ging auch. Der 10er ist witzig. Es sind witzige Fahrzeuge, dagegen lässt sich nichts sagen. Aber ja, ich würde mal sagen, rede ich noch kurz über den Tank. Ich glaube, die meisten kennen den. Hat halt eine HE-Kanone. Beziehungsweise man hat die Auswahl zwischen zwei Guns. Einer 14 cm mit mehr Pen, aber dafür weniger Damage und ein bisschen präziser. Und einer 15 cm mit mehr Damage. Sehr, sehr, sehr viel unpräziser und weniger Pen. Ja, ansonsten ist das Ding halt riesengroß und stark gepanzert. Fertig aus. Aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein mit der Kiste. Ja, ich glaube, ich habe noch gar nicht viel Spaß mit dem Video gewünscht. Ich glaube, das sage ich immer, bevor ich in eine Runde gehe. Genug gequatscht. Los geht's. So. Ich habe jetzt mal einfach den Start nichts gelabert, weil wieso? Ja, schöne Tier 8-Runde nur mit der Kiste. Freut mich auf jeden Fall. Ich habe hier eine AP und eine HE dabei. Das Ding ist halt ein HE-Panzer. Deswegen fange ich auch damit an. Ist mir Latte. So, 60 TP. Gut, never mind. So viel, dass ich damit anfange. Ich komme gerade erst an und schon ist er tot. Oh Gott, da steht mir 15. Oh mein Gott! Als ob ich den einfach so mit dem Snapshot treffe. Es ist so unfair. Es ist so unfair. Ich würde mich ja so aufregen als Scorpion. Das war null geaimt. Das war null geaimt. Und es war richtig lächerlich, dass ich den Schuss getroffen habe, beim besten Willen. Das war wirklich unfair, ehrlich. Gott, was würde ich mich darüber aufregen? Oh mein Gott. Nein, bin nicht wie! Ich habe die Kette nur getroffen! Ich meine, schon wieder wundert, dass ich es überhaupt getroffen habe, aber trotzdem.
Schade, dass ich dich zu einem selben Streich gefahren habe. Hör auf zu nerven, Artie. Ich find's ja süß, dass er's versucht. Der Emil. Ach, toll, ey, nice. Ja, gib mir den Spot. Nice, nice, nice. Oh mein Gott, die Brille ist getrackt. Jawoll. Geil. So, Emil. Oh, du kommst mal durch. Ja gut, da die kommen. Ja gut. Gegen Heat ist das Ding echt ein bisschen anfällig. Also da muss man auch aufpassen. Na, nichts da. Langsam macht er mir aber schon ein bisschen Damage, das gute Stück. Und ohne Unterstützung komme ich auch nicht wirklich weiter gegen den. Na komm, ziehen wir uns hier den Grad zurück, dann dürfte der eigentlich nicht mehr rankommen. Also hoffentlich. Sollte er aber eigentlich nicht mehr. Na, er breit schon mal ab auf jeden Fall. Ja, er breit nochmal ab. Da ist die M40 auch gebounced mit AP. Ich habe so unglaublich viel Block-Damage. Hab nicht zufällig einen Auftrag dafür? Nein, 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 habe ich nicht. Habe ich leider nicht. So. Dürfte jetzt bald seitlich fressen, das gute Stück. Ja gut, 82 Damage halt nur. Nehme ich halt das bisschen an der Stelle. Dass ich den so schieben kann, dass die Arti dem jetzt wenigstens mal auch eine gibt. Okay, gut, der Schuss ging ja mal sonst wohin. Ah, rückwärts, 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 rückwärts. Aus, böse, fein. Ah, nicht so ganz fein. Er geht doch auf lieber aufs 263. So gut verständlich ist. Na, schade. So viel Block hatte ich lange nicht mehr. Ich hatte schon mal so viel Block-Damage, aber so viel hatte ich lange nicht mehr. Na, ist im 117. Ich meine, das ist halt ein HE-Panzer. So ein paar kleine Klatschen muss man halt immer mitnehmen. Schieß doch, 262, schieß. Der eine Schuss war noch wichtig. Nein? Oh, das ist dein Fehler. Oh, das ist dein Fehler, dass du hier jetzt gerade so viel Zeit gelassen hast. Das war sein Fehler. Weil er unbedingt da den Kill haben wollte. Na, ey, willst du auch noch einmal bouncen? Jetzt kriegt er einfach den Spot, ey. Scorpion, komm, wir bringen mal zu Ende, was wir angefangen haben, oder? Gut, dann nicht. Lebt noch was? Ja, der Leo und die M40. Schade, ey. Gut. Nicht so viel Damage, aber die Runde ist trotzdem witzig. Einfach 8200 Block. Nice. Ach Gott, ey. Dieser Tank ist so dämlich. Ja, das ist der Panzer. Fertig, aus. Was soll ich euch denn noch groß zu zeigen? Es ist halt eine HE-Kanone. Ich meine, ich hätte auch AP schießen können, aber... Naja, so viel mehr hätte ich jetzt auch nicht machen können mit AP. So, da ist die M40. Komm, schlachtet sie. Danke sehr. Nice, ey. Schöne Runde. Fertig aus. War trotzdem eine schöne Runde. Nice. Auch noch einen Auftrag abgeschlossen. Das sieht man doch auch immer gerne. Gut, jetzt gedacht. Steilwand. 8200 Block Damage, ey. Ach ja. Wie viele? 24 Schüsse hat der Emil gemacht. Davon hat er einen nur verfehlt. Das ist nicht schlecht, aber er hat halt so viele nicht gepennt. Oh, ich liebe es. Wie viel Schuss habe ich bekommen? Treffer erhalten? 25. Davon waren nur 4 Wirkungstreffer und 20 sind nicht durchgekommen. Ja. Nice. Mit diesem dämlichen Ende, sage ich mal, tschüssi.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meinem Real Talk. Ja. Und ja, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Und ja, schaut auch das Video. Da ist die Playlist verlinkt zur WoT. Kamen viele Videos in letzter Zeit. Viele wunderbare Videos. Und ja, macht's gut und tschüssi.